Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Was ist sein Plan? So heißt dieses Legesystem. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Liebe Diadalia, ich grüße dich. Du hast die Frage gestellt, was ist sein Plan, wie schaut eure Zukunft aus? Ich starte mit Astrologie. Sein absteigender Mondknoten Ketu befindet sich im Mondhaus Makha. Dieser Mondhaus wird von Regulus bestrahlt. Regulus gilt als der Stern der Könige und Herrscher. Und diese Ketu, dieser absteigende Mondknoten, zeigt seine Vergangenheit. All das, was er erlebt hat im früheren Leben, eine königliche Umgebung oder war vielleicht er selbst der König, er hat diese königliche Haltung und ein König steht im Mittelpunkt, bekommt Anerkennung, Ansehen und das ist bei ihm die Grundbedürfnis. Sein aufsteigender Mondknoten ist auch ein karmischer Knoten, zeigt eine neue Richtung, ein Schicksalsweg, was er braucht, was seine Seele ausgesucht hat, aber noch nicht kennt. Rahu, dieser aufsteigende Mondknoten, ist in seinem Horoskop im Mondhaus Dhanishta. Und das ist ein Grenzgebiet zwischen Tierkreiszeichen Steinbock und Wassermann. Steinbock ist Erdeelement und zeigt die Taten, Wassermann hat die großartigen Ideen. Und das ist seine Lernaufgabe, seine Ideen in Tat umsetzen. Nicht nur beruflich, sondern auch in die Liebe, Partnerschaft, was er vorhat. Das Problem ist, dass in sein Geburtshoroskop fehlt die Erdeelement, die Erdung. Er hat großartige Ideen oder er hat Träume, aber er weiß nicht, wie er das in Tat umsetzen soll. Ich habe das betrachtet bis zum persönlichen Planeten, bis zum Saturn. Aber es gibt auch die äußeren Planeten, Uranus, Neptun und Pluto. Und zum Glück befindet sich in seinem Geburtshoroskop ein rückläufiger Uranus im Jungfrau und ein rückläufiger Pluto auch im Jungfrau. Also die Jungfrau-Energie durch Uranus und Pluto hilft ihm doch ein bisschen in die Richtung aktiv sein. Uranus zeigt außergewöhnliche Lebensumstände oder plötzliche Wende, eine Überraschung oder eine plötzliche Veränderung, kann sein, dass diese Ereignisse von außen kommen und er muss anpassen. Und dazu braucht die Jungfrau Energie. Das Untersuchen, Überlegen, kluge Entscheidungen treffen und dann erdet er. Jungfrau gehört zum Erdeelement und damit hat er gleichzeitig auch die Heilung. Weil Jungfrau zeigt auch Heilkraft. Pluto ist auch hier und zeigt, das ist das Wesentliche, da soll er drauf konzentrieren. Beide ist rückläufig, beide zeigt Vergangenheit und karmischen Themen. Seine Sonne befindet sich in Schütze und sein Mond befindet sich im Widder. Beide gehört zum Feuerelement. Bei ihm prägt die Feuerelement. Das ist die Begeisterung, die Leidenschaft, die Kraft und Mut, aber auch Ungeduld, manchmal auch Wut. Das ist auch Feuerelement.
Und er braucht die Erdung, das hat aber er nicht in seinem Geburtshoroskop, weil die persönlichen Planeten woanders befinden und fehlt ihm die Erde-Element. Und er versucht mit Mars-Energie das ausbalancieren, ausgleichen. Mars befindet sich bei ihm im Waage. Und Waage zeigt die Leichtigkeit, die Schönheit, die Harmonie und auch die Partnerschaft. Waage symbolisiert Partnerschaft. Der Nachteil ist, wenn er Entscheidungen treffen muss, weil das wird immer in die Waageschale gelegt und das ganz genau und trifft sehr schwer die Entscheidungen. Mars bedeutet auch seine Männlichkeit und es verlangt nach Partnerschaft, aber das muss schön harmonisch sein, ohne Stress. Venus ist die Liebesplanet. Venus ist weiblich und zeigt sein Herzensdame. Wie stellt er das vor? Venus steht in sein Geburtshoroskop mit Jupiter in eine Konjunktion. Das heißt, Venus und Jupiter wirkt gemeinsam. Und das kann er nicht trennen, weil die sind immer zusammen. Und Jupiter vermittelt eine optimistische Haltung. Er braucht eine Frau, wo immer gut drauf ist, wo immer diese Hoffnung hat, immer diese optimistische Haltung und zeigt sich immer glücklich, weil Jupiter ist der Glücksplanet und die Frau soll glücklich sein. Und das in Skorpion. Und die Skorpion gehört zum Wasserelement. Es handelt sich bei Wasserelement um die Gefühle, also Ängstlichkeit oder Unsicherheit passt ihm nicht, sondern er möchte die Partnerschaft harmonisch erleben, die Dame soll ausgeglichen sein, immer glücklich strahlen, keine Ängste zeigen, keine Unsicherheit und bei Skorpion gehört noch die Sexualität dazu. Weil Thema Sexualität ist Skorpion-Thematik. Und Venus im Skorpion, er braucht eine erotische Frau mit erotischen Ausstrahlung und immer gut gelaunt. Das, was er braucht. Sein Venus und Jupiter befindet sich im Skorpion im Mondhaus Anuradha. In indischer Astrologie wird gesagt, wenn jemand hier Planet hat, dann ist mit Glück gesegnet. Die sagen dann, dann ist jemand, wo im Elefanten reitet. Und Elefant gilt als Glückssymbol und Symbol für Wohlstand, für Reichtum, bedeutet aber auch inneren Reichtum. Und diese Vollkommenheit sucht er bei einer Frau. Außerdem, Jupiter zeigt auch die Weisheit. Er verlangt nicht, dass diese Frau eine gute Ausbildung hat, aber diese Frau, was er wünscht, soll weise sein. Über diesem Mondhaus Anuradha herrscht Antares. Es gibt insgesamt 4 königliche Sterne. Dazu gehört Antares, dazu gehört aber auch Regulus. Antares zeigt die Kraft, die inneren Kraft. Der Name Antares kommt von Ares, Gegner der Ares. Ares ist nichts anderes als Mars. Mars ist mutig, zeigt Kraft nach außen und sein Gegner Antares, wo sehr ähnlich ist wie Mars, das ist das Innere Kraft.
Was er braucht bei einer Dame, soll geheimnisvoll sein, soll erotische Ausstrahlung haben, soll die innere Kraft besitzen, von sich selbst überzeugt sein, eher zurückhaltend, aber mit tollem Auftreten, Ausstrahlung und immer dieses Glücksgefühl und eine optimistische Haltung. Dann hat er die perfekte Frau. Sein Mond befindet sich im Widder, das ist auch Feuerelement, und beschreibt seinen Gefühlen, außerdem sein Mutterthemen. Seine Mutter war sehr kraftvoll, vielleicht hat er sogar bewundert, aber vielleicht ein bisschen mit männlichen Zügen. Und das will er nicht bei der Partnerin. Da vergleicht er schon mit der Mutter. Die große Liebe soll auch kraftvoll sein, das ist aber die innere Kraft. Jemand, wo von sich selbst überzeugt ist. Und wenn Schwierigkeiten sind im Leben, dann kann das bewältigen und hat eine optimistische Haltung. Sein Mond und sein Mutterbild ist auch sehr kraftvoll, aber das ist dieser stürmerische. Und das passt ihm nicht immer. Er bewundert das auch, aber er sucht ein anderes Frauenbild. Und jetzt schauen wir diese Legung an. Sein Gegenwart zeigt hier dieser Dieb. Das ist ein Diebstahl. Hier wird was weggenommen. Das, was er erlebt, oder er hat Verlustangst, dass er etwas Wertvolles verloren kann. Beides ist möglich. Dass gerade etwas zu Ende ging oder war wirklich ein Diebstahl, was er erlebt hat, aber bedeutet auch die Ängste, die Verlustängste, was er auch hat. Was ist sein Plan? Das ist alles auf den Kopf gestellt. Er hat gar keinen Plan. Er hat eher das Gefühl, er verliert gerade den sicheren Boden unter seinen Füßen. Das kann Verlust von Arbeit sein oder Geldverlust oder Angst, dich zu verlieren. Weil er braucht die Erdung, auch in die liebe Partnerschaft. Und was steht gerade im Mittelpunkt? Das zeigt dieser Rückzug. Er braucht gerade Zeit für sich, überlegen, was er überhaupt möchte. Oder hier sind auch Ängste, dass er seine Ängste überwinden kann. Welche Einflüsse hat er von außen? Das zeigt hier dieses Bild. Er fühlt sich niedergeschlagen, verletzt, müde, erschöpft. Er weiß gar nicht, wer aufstehen soll. Und das ist nicht nur seine Lebensumständen, sondern auch die Einflüsse von außen, von anderen Menschen. Und er braucht auch diese Heilung, auch Zeit für diese Heilung. Aber da ändert sich etwas, weil hier steht er zu dieser Liebe. Das zeigt diese Karte. Und er wird das auch vermitteln, aber er muss die Vergangenheit abschließen. Er muss diese Situation erstmal bewältigen, weil das ist eine große Herausforderung und hat Ängste und verletzten Gefühle. Momentan ist alles im Kopf gestellt. Wobei, diese Karte kann man auch umdrehen, dann sieht es anders aus. Ganz elegante Haltung. Er muss etwas mit anderen Augen betrachten. Und hier im Kopfbereich leuchtet etwas. Er hat tolle Ideen. Und die Wandlung, wo er gerade befindet, führt dazu, dass er zu seinen Gefühlen steht. Und das ist die Liebe. Wie steht er zu dir? Das ist die Sonne. Erstens bedeutet, du stehst im Mittelpunkt, weil die Sonne ist das Zentrum unserem Sonnensystem. Du bist hier das Zentrum, der Mittelpunkt.
Sonne bedeutet auch Lebenskraft, Selbstdarstellung, Selbstsicherheit. Das, was er möchte, das, was er sucht bei einer Frau. Und Sonne bedeutet auch Sehen. Ihr werdet treffen, das kommt zum einen Treffen. Und ihr werdet miteinander Auge zu Auge auch sprechen. Und du spürst seine Energie jetzt schon. Umgekehrt auch. Er spürt deine Energie aber auch. Hat er eine andere Frau? Hier sind die Münzen und das steht in Verbindung zum Geld, indirekt zum Arbeit. Das zeigt nicht, dass hier eine Frau ist. Hier sind Zahlungen. Und damit stoßt er an seinen Grenzen. Das zeigt hier die Zahl 9. Eine Verbindung zu einer Frau, vielleicht im beruflichen Umfeld. Oder er will diese Vergangenheit abschließen, aber er hat Pflichten. Er muss dort zahlen. Und das spürt er auch. Und wie schaut er dich an? Das zeigt die Herrscherin. Du bist diese Herrscherin in sein Leben. Du stehst im Mittelpunkt. Du bist diese Frau seiner Liebe. Und das Schöne daran ist, hier erscheint Fortuna, das Glück. Dann auch Demeter, die Göttin, die Fruchtbarkeit. Mutter Erde könnte ich auch so bezeichnen. Und auch Venus, die Liebesplanet. Also alles, was weiblich ist, hier erscheint in diesem Bild. Auch das Liebende, aber auch die Mütterliche. Und auch das Glück dabei und Fruchtbarkeit. So schaut er dich an und er bewundert dich dafür. Was kannst du tun? Hier sind schlaflose Nächte. Kann sein, dass du seine Energie spürst, dass ihm nicht gut geht. Aber du machst auch Sorgen. Und das soll aufhören, weil damit stoßt du hier an deinen eigenen Grenzen. 9. Das ist Grenzen. Du sollst auch in Grenzen hinausdenken oder hinauswachsen, weil das wird was. Hier liegt die Zukunft. Er kommt entgegen, überreicht dir dieser Pokal und das symbolisiert die Gefühle und du gibst ihm das auch. Hier ist Geben und Nehmen im Gleichgewicht. Ihr seid im gleichen Augenhöhe. Und die Zahl 2 bedeutet Zweisamkeit, Partnerschaft. Und ihr seid hier die Liebenden. Ich befrage jetzt mein Pendel. Liebt er dich? Ja, nein oder ein bisschen? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, er liebt dich. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet er liebt dich nicht. Wenn die Pendel stehen bleibt, bedeutet, dann lassen wir alles stehen, weil ist alles ungewiss. Die Antwort ist ja, er liebt dich. Liebe Diadalia, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen. Auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici.